Arschloch. Arschloch. Man kennt ihn halt. Das ist so ein stadtbekannter Player. Na, alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist, das nimmt er sich halt. Volles asoziale Miststück. Schön einfach. Einfach nur schön. Ja, ganz gut. Idiot. Man kriegt ein bisschen Schiss. Free Swan. Du bist die geilste Sau der Welt. Alte Kackpatze. Spinner. Das ist so geil. Ja, ich find's auch gut, auf jeden Fall. Der Mann ist kreativ in Bezug auf Schimpfen. Und darauf kommt es ja letztlich beim Schimpfen an, denke ich. Free Swan. Also, es ist doch selbst, ehrlich. So viel ja, Brutalität und Gewalt. Wir hatten schon ein bisschen Angst. Auf jeden Fall gibt es keinen Grund, in Panik zu verfallen. Free Swan. Sehr zweifelhaft. Es ist auch für mich als Staatsanwalt, der schon seit Jahren diesem Metier tätig ist, etwas Neues. Hier ist die Legende. Man kriegt ein bisschen Schiss. Die Leute fürchten sich vor mir. Es ist doch das Letzte, ja. Die Leute mögen nichts an mir. Das ist auch geil. Die Leute feiern mich und lieben mich. Gefürchtet und reizend wie ein Bienenstich. Ich bin ansprechend wie ein offensiver Flirter. Ach nein, ich bin ja öde, wie ich oft von euch gehört hab. Ihr könnt mich erst dann kritisieren, wenn ihr es besser macht. Doch weil das niemals jemand schafft, bleibe ich hier an meinem Platz. Ich bin nicht everybody's darling, auch wenn ich jetzt der Star bin. Deutsche Kids sehen hier vom menschlichen Wahnsinn. Könnt ihr mir verraten, warum's niemandem gefällt und trotzdem hier ständig die Post abgeht, wie bei DHL? Meine Musik belebt die Welt, meine Musik löscht alles aus. Meine Musik ist Grund genug für euren tiefen Sinnesrausch. Ey, duckt euch, Punks, oder ich spuck euch an und benutzt euch dann als meine Putzlappen. Mann, ich bin nicht everybody's darling, so wie deine kleine Schwester. Du bist reden, halt den Rand wie Suppenesser. Meine Texte, meine Beats sind wie Granaten und Flammenwerfer. Besser du fließt wie ein Badezimmerhandwerker. Ey, du Vogel, guck mal hier, ich kack dir in dein Nest. Danach vögel ich dann deine Schlampe in mein Bett. Ich bin heute in aller Munde und das wollte ich erreichen. Auch wenn ich heute weiß, was die Leute von mir halten. Abneigung, die Leute halten nichts von mir. Doch Begeisterung, wenn ich mein Album präsentiere. Hass. Ich werd verachtet von allen. Doch jawohl, wenn ich die Masse unterhalt. Angst. Die Leute pissen sich ein. Sympathie für mein Gewissensstyle. Neid. Weil hier sonst keiner was erreicht hat. Doch Faszination. Ich bin einer wie kein Zweiter.